Ich weiß sowieso nicht, habt ihr Zelda jemals kämpfen sehen, wenn sie mit dabei war? Das heißt jemals, während sie das weiße Kleid trägt, irgendwie nicht, ne? Ja, aber das würde ich gerne wieder mit Link machen und nicht mit der Prinzessin. Wenn sie aber dabei ist, dann hoffe ich, dass sie den geilen Bogen dabei hat und nicht diesen komischen Stiegerstein, den keiner braucht. Wobei mir einfällt, ich wollte das Masterschwert irgendwie aufpumpen. Nein, wobei, hast recht. Zumindest Urbosa kann man nachziehen. Wird aber teuer langsam. Und die Prinzessin hat es auch verdient. So. Die wichtigsten wurden trainiert, der Rest kann mir gerade mal gestohlen bleiben. Kombinieren, genau. Das Masterschwert mit allem, was ihr habt. Gut, aber die Hake will ich gerade eigentlich nicht kombinieren. Mach mal. Jetzt hast du eine ordentliche Waffe, vorher nicht. Jetzt ist das legendäre Schwert eine ordentliche Waffe. Ja, ich meine, hier gibt es noch andere Sachen zu machen gerade, aber ich will gerade mal wissen, wie es weitergeht. Auf geht's! Andererseits weitere Rezepte. Bewegungsgeschwindigkeit. Chance auf Ausweichen. Schaden. Mehr Erfahrung. Okay, das sind alles Sachen, die ich eigentlich nicht brauche. Die Gegenmaßnahmen gegen die Verheerung gingen unentwegt voran. Doch die Macht der Versiegelung zeigte kein Anzeichen des Erwachens. Einer letzten Hoffnung folgend, fasste Zelda den Entschluss, an der Quelle der Weisheit zu trainieren. Erst, wer das 17. Lebensjahr vollendet hatte, durfte sich zur Ranell-Spitze und der dort befindlichen Quelle der Weisheit begeben, da allen Jüngeren die nötige Weisheit bislang verwehrt geblieben war. Voller Ungeduld harrte Zelda ihres 17. Geburtstags. An eben jenem Tage jedoch würde auch die Verheerung wiederkehren. König Roam befahl dem Volk also die Evakuierung und entsandte die vier Titanen, um den Schaden, den die Verheerung bis zu Zeldas Rückkehr anrichten würde, zu minimieren. Gut, sie haben so oft 17. gesagt, wahrscheinlich war es der 17. und ich hatte es einfach nur falsch in Erinnerung. Es klingt schon sehr final irgendwie, was ein bisschen gruselig wird. Ich habe es geschafft und auch die letzte Aufzeichnung wiederhergestellt! Ja, ja, mach's nicht so spannend. Zeig mal her. Das ist doch... Schluss jetzt! Oh je, Mine. Suboptimal. Los! Halt!
So viele haben große Hoffnung in mich gesetzt. Dies ist meine letzte Chance. Seid unbesorgt, Prinzessin. An der Quelle der Weisheit bekommt ihr eure große Chance. Entschuldigt mich. Vater? Schickerstein. Was ist mit Pura und den anderen? Unmöglich. Dania müsste denn eigentlich... Was zum... Ist die Verheerung bereits? Es scheint fast so, als wären wir überrascht worden. Das sieht nicht gut aus. Wenn schon Schloss Hyrule in den Händen der Verheerung ist... Okay. Das kam jetzt unerwartet. Schon? Wir haben noch Zeit gehabt. Irgendwas geht hier gerade nicht mit rechten Dingen zu. Oder man hat uns eine Menge verschwiegen. Abgesehen davon, wir haben eine neue Karte. Moment. Zelda? Benutzt den Schickerstein, okay. Nicht ihre coolen Kräfte. Okay, nehmen wir den Apfel noch mit oder nicht? Alles so infernal geworden. Ach du Scheibe. Mit dir habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, weil wir hatten gerade jemanden, der da drin eine Randale gemacht hat. Schon bei 6 oder wie? Scheint ja noch der ganze Krieg auf uns zu warten. Auch wenn es alles ein bisschen seltsam abläuft gerade. Ewigen Welle von vorn zurück. Hammer back! An dem Punkt kann man davon ausgehen, dass das hier eine leicht parallele Welt ist. Wenn sich nicht irgendwas zeigt, was das Ganze hier anders zusammenbaut, weil das geht so nicht.
Okay, Link, der Finisher ist nutzlos, wenn du den erst letzten 2 Millimeter seines Lebensbalkens einsetzen kannst. Wir müssen da irgendwie effizienter werden. Wo ist Rivali, wenn man ihn mal braucht? Der wäre gerade wirklich wichtig für die Crowd Control. Warte mal, hey Kleiner! Kriegen wir den Wächter an? Sieht nicht so aus, okay. Nope. Dagegen, aber sowas von dagegen. Vergiss es, ich bin weg. Ja, was halt's? Hallo! Link! Okay. Ich habe was anderes erwartet. Ein Kampf auf Leben und Tod, und zwar einen sehr langen. Was war das denn gerade? Es ist beinahe so, als würde sich auszahlen, dass wir die ganze Zeit über trainiert haben. Hey, man kann das noch zusammenpassen, die wirkten alle viel zu entspannt damals, als die Verheerung losgegangen ist. Das wirkte nicht so, als wäre die gerade erst da. Ist gerade Energie aufgeladen? Videos ich bei YouTube auf meiner Liste habe, die ich mir dann angucken werde, wenn ich mal mit dem Spiel durch bin. Hoffen, dass Reviews und so weiter, die ich bis heute noch nicht gucken konnte. Endlich haben wir die Titanen aufgewertet. Und ich werde mich hüten, dass ich diese A's übrig habe für Wächter. Saal. Hey, hier war ich schon lange nicht mehr. Muss ja irgendwo sein? Okay. ich weiß schon, warum ich mir gerade das A aufgehoben habe. Was? Irgendwie haben wir besiegt, ja. Durch Geheimgang? Los! Okay. Prinzessin? Wo ist der?
Sind wir hier gerade? Nee, das ist. Den Teil kenne ich nicht vom Schloss, glaube ich. Zum Fluchtpunkt gegeben. Habt ihr sonst noch Wünsche, wenn wir schon mal hier sind? Doch, das ist der Teil hier. Hier ist ein Schrein direkt unter unseren Füßen versteckt. Wenn man das Feuer da anzündet, verstehe ich nicht. Der müsste jetzt eigentlich aus dem Boden kommen, aber okay. Wir sind einfach mal froh, dass sich diese Dinger nicht bewegen, ne? Schön, dass noch ein Wächter gesichtet wurde. Ich weiß ganz genau, dass ich hier rein will. Garde Zweihänder. Krass. Okay, nehmen wir es mit ihm auf. Gerade ich könnte mal versuchen, ob ich es hinkriege, das Ding zu rückzuschlagen, aber wahrscheinlich muss man dafür Timing besitzen. Dafür ist er hier zu langsam, was das Schwert Schildanheben angeht. Durch diese Tür kommt man zur Halle, ja. Na, die Treppe ist schon kaputt, verdammt. Ah, guck mal, ich drücke jetzt. 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 Klack. Der ist einfach viel zu schnell. Nicht viel zu schnell, viel zu langsam mit dem Schildheben. So kannst du nicht schnell reagieren. Okay, was war das denn gerade? Ich habe den Schild einfach so hochgehoben. Bin darauf gesurft. Das könnte aber auch einfach nur sein, weil ich zufällig gerade an dem Punkt der Animation war. Noch mehr Viecher. Kein Problem. Die nehme ich gerne mit, denn ich muss mich für den nächsten Wächter füllen. Vergesst nicht, die Rezepte oben mitzunehmen. Okay, Prinzessin, da hinten. Sie möchte die Treppe nehmen. Oder doch nicht? Los, Prinzessin, zeig den Weg. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang sollten. Ich meine, ich habe eine Idee von dem Schloss hier, aber ihr seid hier aufgewachsen, von daher führt ihr den Weg an. Ha, die Rezepte. alle nicht da. Ob man hier noch ein extra Rezept kriegt? Nee, aber vielleicht in der Kiste da. Nee, nur Rubine. Oh, hi. Mit euch habe ich hier gar nicht gerechnet. Prinzessin? Kommt. Bleib lieber doch etwas unten. Oh, fuck. Was bedeutet das jetzt für mich, wenn ihr sich... Was? Anlegestelle, was heißt denn das? Müssen wir da jeweils zurück? Weg nach hinten absichern, okay. Aber wie? Oh, ist das der Grund, warum dieses Ding eingestürzt ist?
Ein sehr interessantes Bild. Das ist wie die alle angestürmt kommen und mir direkt entgegenrasen, herrlich. Und die Bilder sind gerade viel zu interessant, um einfach weiterzugehen. Hat da jemand schon mal die Verheerung vorgemalt? Ah, da vorne ist noch kleinere Wächter. Ja, Namewächter kann man es auch nennen. Jetzt bin ich froh, dass ich einen Knopf für sowas habe. Die Waffenkammer. Zumindest die Kammer, in der später haufenweise Waffen drin liegen. Ich nehme an, die Treppe nach oben ist noch ganz, ja? Das würde uns einiges Leid ersparen. Gab's nicht auch noch einen Geheimgang irgendwo? Ach, egal. Die Treppe ist da! Müsste aber fast draußen sein. So viel mehr kommt da hier gar nicht mehr. Ein paar bombare Wände, ja. Oh, puh, wo waren die? Siehst du, was ist da? Ich habe einen Topaz gefunden. Weiße Mobs. So, das waren jetzt zwei Wände auf einmal. Oh. Hi. Den Schild hätte ich gern. Okay, hier ist absolut nichts. Schade eigentlich. Weiter geht's. Ich kann die Prinzessin da nicht alleine kabbeln lassen. Wo sind die eigentlich gerade alle? Festhalle! Ich fand's schön, wie gerade unten einfach alle Gegner weggedrückt wurden in der Mini-Ansicht. Okay, so ist also diese Festhalle so runtergekommen. Ich war's. Vielleicht kann man nur sagen, dass die Erinnerungen lückenhaft sind, die Link hat. Um nicht zu sagen, selektiv. Das könnte noch dafür sorgen, dass das alles zusammenpasst. Aber das ist in der Hyrule Warriors Serie immer so, dass man im Prinzip dafür belohnt wird, wenn man sich mit den Spielen auskennt. Das war mit den bombbaren Plätzen in den Dings genauso. Im ersten Hyrule Warriors, wo man dann über diese erste Zelda-Karte gelaufen ist. Laut dem, was ich heute gehört habe. Ich habe mir da so ein Video vom Completionist angesehen, weil er meinte, er hat 1000 Stunden gebraucht, um Hyrule Warriors Definitive Edition zu beenden. Und ich mir so dachte, oh, puh, hoffentlich ist das Let's Play nicht so lang, weil wenn es 1000 Stunden geht, dann sind das in etwa 2.000-3.000 Folgen. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber er hat auch vielen Blödsinn gemacht, den ich niemals machen würde in einem Let's Play. Von daher passt schon. Was passiert denn hier gerade mit dem Master Schwert? Das sieht alles so anders aus auf einmal. Hey, das Level hier gerade fetzt einfach nur. Ist mir mittlerweile eigentlich egal, ob das im Kanon reinpasst oder nicht. Es ist einfach nur lustig. Allein die ganzen Orte hier wieder zu sehen. Man nennt es auch Rule of Cool. Kann man aber erzählen, wann Link so stark geworden ist, bitte? Ah, hier sind wir. Noch nie gewesen. Ein weißer Leune, natürlich. Irgendwie muss ich ja Energie verlieren. Wenn die ganzen weißen Mobs schon nichts ausrichten.
Hätte ja fast geklappt. Oh nein, ich habe meine Blitzfähigkeit verloren. Alter, ich habe noch nie gegen einen weißen Leuten gekämpft. Das ist ein First. Wie man vielleicht sieht. Ich meine, noch nie in Bluff 3, soweit ich weiß. Und wenn ja, habe ich es nicht überlebt. Zerschmetterling! Oh, ich bleib ganz ruhig. Dass es immer diese letzten paar Dinger sind. Ach, schade. Ich habe mich gerade so amüsiert. Ich weiß, es geht hier gerade darum, deinen Vater zu retten. Tut mir leid. Ich habe es nicht so mit Schwiegervätern. Ich hatte, glaube ich, noch nie welche. Nein, nicht, dass ich mich erinnern würde. Von daher versuche ich, dem Grauen fern zu bleiben. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir ihn nicht retten müssen. Cäsar, hast du nicht gerade gesagt, wir sollten woanders hin? Ja? Und warum bekämpfst du denn die ganzen weißen kleinen Viecher hier? Na egal, wir haben es geschafft. Okay. Was ist denn hier vorne? Prinzessin? Liegt nun der Schutz der Prinzessin. Ich bin mir sicher, du weißt, was zu tun ist. Vater! Lass mich los! Meine Tochter, beschütze sie. Ein bisschen abrupt, hätte das nicht schwarz ausfäden können? Ich dachte, wir spielen jetzt noch mit Whitebeard, das wär's ja gewesen. Woher habe ich gerade viele Waffen eingesammelt? Ja, was wirklich? Ich habe das Tragelimit erreicht. Wäre ich nie drauf gekommen. Wie kann das nur passieren? Was ist das denn? Höherer Verkaufswert. Mhm. Gerne doch. Alter.